Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, ich habe jetzt nochmal die Facecam ein kleines bisschen kleiner gemacht, weil ich mir da auch schon dachte, ihr wollt bestimmt ein bisschen mehr vom Spiel sehen, ein bisschen weniger was von mir. Und dachte, das wäre vielleicht eine gute Idee. Wir sind jetzt aber dann auf dem Weg in Richtung neues Lager. Und da hinten gab es ja eigentlich auch irgendwo noch Orkhunde, die wir erledigen wollten. Die müssten wir uns auch mal schnappen. Aber egal, wir machen uns jetzt zuallererst auf den Weg ins neue Lager und geben die Fokussteine ab. Beziehungsweise, wenn wir hier einmal gucken, ich habe den Fokus erfolgreich geborgen. Hier Klosterruine. Die Wege von Gorn und mir trennen sich nun. Mein Gefühl sagt mir, dass ich ihn bald wiedersehen werde. So, Trollschlucht. Diego kehrt zum alten Lager zurück. Es sollte mich wundern, wenn wir uns nicht irgendwann mal wieder über den Weg laufen werden. So, und hier Stonehenge. Saturas wird froh sein, dass ich hier einen Fokus gefunden habe. Ich glaube, das sind meine vier Gefährten hier in dem Spiel. Diese vier Leute. Saturas, Diego, Lester und Gorn. Das sind die vier, mit denen ich am meisten zu tun haben werde. Das sind meine vier besten Freunde hier, glaube ich. So. Da oben haben wir Kavalon. Dann gehen wir mal hier durch. Das führt ja auch direkt durch die Orks, aber egal. Müsste eigentlich auch schnell genug gehen hier. Oder? Oder auch nicht, aber egal, wir riskieren es mal, hier weiter zu gehen. Vielleicht essen wir auch mal ein bisschen was. Essen wäre nicht so verkehrt. Das gibt nur Mana. Hier Heilkräuter. So, passt. Ja, genau. Hier sind ja die Orks. Versuch mal einen anzulocken. Jo, einer kommt. Kommt auch schon angerannt. Ja. Kann ich irgendwie hier... Das ist keine gute Idee. Ah, nein. Alter. Der hat mich einfach gekillt und ich muss von hier komplett zurücklaufen. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Oh. Das war jetzt nicht so nice. Das kann schon sein. So, warte. Und hier nochmal. Egal, wir gehen da trotzdem nochmal hin. Ich denke schon, dass wir gegen beide schaffen könnten. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ich könnte eigentlich nochmal ein bisschen was in Stärke investieren, oder? Ich meine schon. Dann warten wir nochmal mit Jelo. Dann müsste er auch schon wieder hier sein. Da ist er ja auch. Erstmal ab. Für Gomez. Für Gomez. Kannst du mir was beibringen? Ja. So, nochmal Stärke. Und noch einmal. Deine Kampfkraft kommt bald wieder. So. Mach's gut. Wie sieht's jetzt mit der Stärke aus? 66 haben wir jetzt Stärke. An der Geschichte. Wir hätten 5 in Geschick investieren sollen, wegen dem Bogen. Fällt mir gerade ein. Egal, das speichern wir. Können wir auch wieder auf die einspeichern.
So, aber ich will diese beiden Orks da jetzt weghaben. Ich sehe zu, dass ich die jetzt loswerde, ja? Das ist mir jetzt persönlich wichtig. Gehen wir mal wieder hier runter. Wir können auch direkt hier so rum. Ah, hier kämen wir. Okay. Und hier kämen wir an den Turm. Okay. Das ist gut zu wissen. Wer weiß, vielleicht ist da irgendwas Relevantes noch bei. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir vielleicht von den beiden doch noch ein bisschen mehr Abstand gewinnen. Also, wenn einer mich schon im Visier hat. Ja. So. Noch ein bisschen. So, der hat nichts. Wo ist sein... Seine Waffe da. Krush Urok. So, dann futtern wir nochmal. Und das auch nochmal weg. Und schnappen uns den da jetzt. Komm. Okay, das war jetzt knapp. So, warte. Erstmal wieder die Heilpflanzen fressen. So, und speichern. Und ich höre hier Fleischwanzen. Sind hier Fleischwanzen? Das sind auf jeden Fall ein paar Tote. Was ist denn das? Okay, ich habe hier was Interessantes gefunden. Mit sehr viel Trinken. Und da ist noch eine, da sind mehrere Truhen. Die müssen wir alle einsammeln. Die müssen wir alle looten. Ich glaube, das hier wird noch später sehr relevant. So, Feuerpfeil. Jo, die nehmen wir alle mit. Grobes Schwert, ja, nehmen wir alles mit. Dann haben wir hier nochmal eine. So, nochmal Feuerpfeil. Auch alles mitnehmen. Und hier die Truhe. So, und nochmal ein grobes Schwert. Okay, dann können wir jetzt wieder ganz normal, ganz entspannt Richtung neues Lager gehen. Ich habe aber so das Gefühl, wir müssen entweder fürs alte Lager oder fürs neue Lager hier hingehen und gegen diese Orks kämpfen. Wie viel fehlt uns jetzt noch? Ja, 105.000 brauchen wir. Wir sind bei 97.000. So. Aber wir haben hier alles frei gemacht. Welches Level sind wir? Immer noch 19. Okay. Gibt es hier noch irgendwas Relevantes? Nö. Hier gibt es nichts Relevantes. Hier mal runterrutschen. Komm, Habibi, das schaffst du. Nein, nicht Caps Lock. Ja. Okay. Man muss nur richtig steuern aus.
So. Genau. Eidern. Von dem können wir ja nichts mehr lernen. Ich glaube, von dem haben wir schon alles gelernt. Was wir lernen könnten. Ich muss eben kurz auf eine Nachricht auf Discord kurz gucken. So. Und da sind wir auch schon. Haben wir Sumpfkraut? Erstmal abwarten. Wird nicht so heiß gegessen. Also zum Rauchen Sumpfkraut? Lass uns lieber über was anderes. Nee. Oder warte. Erstmal abwarten. Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. War doch klar, dass das Ärger gibt. Nope. Aber wir können hier verkaufen gehen. Wir können hier trotzdem verkaufen gehen. Jetzt ist nur die Frage, wo waren nochmal die Händler? Und ich bin super, dass die weiterarbeiten, aber die jetzt nicht mehr schikaniert werden. Weil Lefty und der Reislord nicht mehr existieren. Und ja, ich hätte das vielleicht mit denen auch anders lösen können, wo ich noch ein paar Erfahrungspunkte mehr gesammelt hätte. Habt ihr mich auch schön darauf hingewiesen gehabt. Aber klar, das machen wir dann im zweiten Durchlauf. Da machen wir dann, versuchen wir das meiste richtig zu machen. Die Frage ist nur im zweiten Durchlauf. Treten wir dem neuen Lager oder dem Sumpflager bei? Denn irgendwie spricht mich das Sumpflager ein bisschen mehr an, weil man da ein bisschen auch noch dealen kann. So Sumpfkraut verkaufen und so. So, genau, da oben hatten wir noch ein paar Händler. Irgendwo. Das ist ein Söldner. Söldner war Torloff? Nee, Torloff war kein Händler. So, okay, das haben wir überlebt. Söldner, Söldner. Wer waren nochmal die Händler hier? Solange ich halte mich da wieder raus. Einer war doch irgendwas mit Gold oder nicht? Nee. Söldner? Einer, mit, bei dem ich handeln konnte, hatte irgendwas mit Wolf im Namen, auf jeden Fall. Nee, er hieß einfach Wolf. So, hier tauschen. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute. Ja, gut. So, was haben wir? Ork und Fell. So, dann Amphore, keine Ahnung, Fell eines Schattenläufers, Trollfell, Rasiermesser können wir auch geben, Schüssel, Becher, Krallen. So, mal, warte mal, ja, gönnen wir uns erstmal von ihm das ganze Erz. Dann gucken wir mal, was wir noch von ihm alles holen können. So. Die Blutfliegen. Pfeile. Holen wir uns alle Pfeile. Wie neu hier. Mit dem Kopf wackelt jedes Mal. Finde ich super. Ist mir nie aufgefallen. War nicht besonders schlau. Geil. Das feiere ich gerade. So. So. 1200. Beide. 1220 sogar.
So, mehr hat er nicht. War doch klar, dass an der Geschichte muss noch was dran sein. Genau. Dann hier noch die paar Krallen. Die Dinger. 1800. Was? Was habe ich jetzt aus Versehen noch mitgegeben? Die und das lassen wir noch bei uns. Fackeln, Münzen, Dietriche. Boah, wir haben schon 144 Dietriche. So, Schriften. Tagebuchseite, nee. Keine Ahnung, wofür wir die ganzen Tränke hier noch brauchen. So, das kann ich auch noch andrehen. So, Magie. Ja, die lassen wir mal. So. Ah, das sind doch ein bisschen viel. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. So. Die Ork-Wachen auf jeden Fall alle. Der war jetzt ein bisschen zu viel, glaube ich, des Guten. So, ah, okay. Oh, kam er wieder. Siegbringer. Auch zu viel wert. So. Ja, das passt. Aber war es für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Das passt. Jetzt können wir noch gucken, wem können wir auch noch was verkaufen? Homer, Bandit, Butch. Dachte, Butch war niemand, zum, dem man was verkaufen kann. Wedge, glaube ich. Ne, der kann uns noch was beibringen. Der unterrichtet nur. War doch klar, dass das Reek, nee. Da oben lieber nicht, also nicht hier rum. Man muss eben aufpassen, was man macht. Weil der dann wieder sagt, hier Gommelschergen kommen hier nicht rein. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das der kann auch ihm gefühlt nichts anderes sagen. Aber nicht alles aber behalte für dich. In seinem... So. Hallo. In seiner hier, Bastard, den konnten wir doch auch noch. Was man auch erzählt. Wie kann... Nee, da... Nee, der war der mit der Akrobatik. War nicht besonders. So, Banditen. Bandit. War hier nicht noch jemand, mit dem wir hin... Haki. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Jo. Da gönnen wir uns alles. Dem können wir noch einiges andrehen an Waffen auf jeden Fall. War doch klar, dass das ein Schuh ist. So. Das war nicht besonders scharf. Und hier haben wir jetzt nichts mehr. Immer wieder dieselbe Leier. Aber war nicht lieber raus. Nur noch die Waffen. 900 kriegen wir dafür. Aber war es für dich. Muss nicht gleich. Okay. Was? So, wie sieht es dann jetzt aus? Ah. Siegbringer lassen wir noch hier. War nicht besonders schlau. Was kann ich noch von ihm mit gönnen? Die Pfeile auf jeden Fall. Sonst hat er nichts mehr. Man darf nicht alles glauben, was man hört. Manche lernen eben gar nichts dazu. Quatscht wird viel. Ja, komm, das passt. Man darf auch nicht alles quatscht wird viel. Manche lernen nicht. Jetzt können wir aber auch nichts mehr weiter verkaufen. Und da kommen wir nicht hin. Ich glaube, mehr haben wir nicht, wem wir was verkaufen können hier. Dann müssen wir jetzt nochmal zurück zu Saturas. Früher wäre das. Man muss eben aufpassen, was man macht. Früher wäre das. Ach so. Hier gibt es keinen anderen normalen Weg. Manche lernen eben gar nichts dazu. Ja, ja. So. Wieder dieselbe.
Verlass dich auf jemanden. Können wir jetzt wahrscheinlich hier einfach so durch, oder? Verlass dich auf jemanden. Jo, wir können hier einfach so durch. Nice. Wir haben uns das Recht erkämpft. So. Hallo, Saturas. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch 3 Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Gut, das ist schon der 2. Fokusstein, den du uns bringst. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen 2 Fokussteine. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm der Söldner war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt 4 Fokussteine. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Kann nun die Sprengung des Erzhaufen... Ne, das fragen wir mal gleich. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ich hätte gerne das gesamte Erz, was ihr eingesammelt habt, als Belohnung, bitte. Riordian, oder wie er hieß? Der hat eine Belohnung? Das war doch klar, dass es... Saturas sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Ah, komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Zeig mir deine Ware. Ah, geil. Okay, aber der hat keinen Kugelblitz. Okay. Aber wir könnten von ihm rein theoretisch... Wir könnten ihm unseren ganzen anderen Mist hier verkaufen, den wir nicht brauchen. So, wie den hier, das... Mal gucken, was das alles an Wert bringt. Wolfsfetzer, das ist der Bogen, ne? So, und dann von ihm die alle. So, was, wie viel können wir davon nehmen? Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Okay, dann kann ich ihm auch noch meine anderen Tränke da geben, die ich nicht brauche. Das Trank der Macht. Stärke Bonus plus 4. Die brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So. Das brauche ich nicht. 3436 ist das wert. Yo. Achso. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ja gut, dann machen wir so. Lass uns lieber über Wasser reden. Ah, okay. Den einen schenke ich ihm. Will ich trotzdem nicht sterben. Den einen kriegt er geschenkt. So, und mit Kronos muss ich auch noch reden, unten. Der hat auch noch eine Belohnung für mich. Aber als für dich, muss ja nicht gleich hier. Ja, gut.
seine Haut will ich trotzdem. Aber als für dich. So, wo ist Kronos jetzt genau? Sie nicht da unten? So, da ist er. So. Saturas sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Saturas sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Zeig mal, was du Ich möchte hast. Schriften über Magie erwerben. Man muss eben aufpassen, was man so erzählt. Nee, die möchte ich nicht. Übersicht, neues Lager. Ja, ja gut, also, das kann schon sein. Was hat er hier? Ring der Stärke, Ring der Kraft, Amulett der Kraft, Ring der Lebendigkeit, Ring der Lebenskraft, Ring der Geschicklichkeit. Amulett Lebensenergiebonus 30. Amulett der Wendigkeit. Amulett der Magie. Erstmal abwarten. Sie haben nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, brauche ich nicht. Das ist ganz anders gelaufen. Geh zur Seite! Was will er denn jetzt wieder? So, da können wir eigentlich mit Saturas wieder quatschen. Beziehungsweise wir gehen mal in unsere Hütte hier. Nochmal, es wird ja schon dunkel. So. Ist ja jetzt meine Hütte. Ja, bis zum nächsten Morgen schlafen. So. Dann quatschen wir mal noch einmal mit Saturas. Wegen der Sprengung. Denn wir wollen hier ja schließlich alle raus. So. Und so viel zu Gommelfäden kommen hier nicht rein. So, Saturas. Wie sieht's aus wegen der Sprengung? Kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen. Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt, um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. Ja, ein weiterer Gefallen? Ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Nun gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden. Aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Hier. Nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. So. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Kapitel 4. Kapitel 4, Xaras? Xaras? Ich dachte, er kommt erst im zweiten Teil vor. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir
Wir kommen jetzt zu Callisto irgendwie ran, glaube ich. Gehe ich schon mal von aus, dass wir das jetzt schaffen können. Das werden wir jetzt in der nächsten Folge machen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.